Wir sitzen vor der Wiedpilen 401, ein Motorrad, auf das ich mich persönlich sehr lange gefreut habe. Wurde vor langer Zeit, 3 Jahren angekündigt. Jetzt endlich steht sie da. Was ist das? Das ist im Prinzip eine Duke 390 mit einer sehr, sehr fashion neuen Verkleidung, die so dieses retro-moderne Styling, wie ich persönlich finde, eigentlich perfekt trifft. Und das Schönste an dem Motorrad ist, es ist sehr nah an der Studie dran. Natürlich, Kennzeichenträger, Blinker und so, musste man dran schrauben, aber wer die übliche Praxis kennt, so eine wunderschöne Studie hinzustellen und meistens bleibt dann von der Studie in der Serie recht wenig übrig. Hier muss man sagen, das ist echt gelungen. Also schaut euch den Scheinwerfer an, schaut euch die Verkleidung an, das Heck. Klar, ohne Kennzeichen geht's nicht, aber für das muss man echt sagen, super. Und es ist zu erwarten, dass das Motorrad recht günstig sein wird. Also die Duke kostet 5.800 Euro. Das hier wird ein bisschen teurer sein, aber für die A2-Klasse denke ich ein tolles Angebot. Also die Leistungseckdaten werden die gleichen sein, denn es ist letzten Endes eine Duke. 44 PS, rund 160 Kilo vollgetankt. Von der Duke wissen wir, das fährt sehr gut, macht richtig viel Spaß und von dem hier erwarte ich nichts anderes. 401.